بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد liebe Geschwister, machen wir heute weiter mit Kapitel Nummer 7, welches da lautet احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصاياه. Also das tatsächliche Ableben, das tatsächliche Sterben, احتضار nennt man das wirkliche Sterben, wenn die Seele entzogen wird, und seine Testamente. صلى الله عليه وسلم. So sagt der Autor, أدرك الصحابة أنها أحر اللحظات وآخرها. Die Sahaba haben begriffen und wahrgenommen, dass es jetzt die heftigsten und hitzigsten Momente kommen werden und einbrechen werden und anbrechen werden. فهذا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يكلم عليا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوشك على الوفاة. Also Al-Abbas, der Sohn von Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, spricht zu Ali und sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam awshaka, dieses Wort weist im Arabischen auf etwas Nahes hin, kurz vor dem Sterben ist. So heißt es im Hadith von Ibn Abbas, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam rausging. Kharaja min indi Rasuli, also von ihm herausging. Er hat ihn besucht, Ali ibn Abi Talib, hat den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam besucht. Fi waja'ihi alladhi tufiya fihi, zu seiner Todeskrankheit also. Faqala an-nas, dann sagten die Menschen, als Ali herauskam, ja Aba al-Hasan, o Vater von Hassan, der Sohn von Ali al-Hasan, كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Wie geht es dem Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم؟ Wie hat er den Morgen erreicht؟ فقال, er sagte Ali, أصبح بحمد الله بارئا. ما شاء الله, optimistisch. Er sagt أصبح. Er hat den Morgen erreicht, بحمد الله, Lob sei Allah, بارئا. Bari'an heißt, wenn jemand geheilt ist oder geheilt wurde und von seiner Krankheit befreit ist. فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ. Dann packte ihn Al-Abbas, also Al-Abbas packte die Hand von Ali ibn Abi Talib und sagte ihm, أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَى. Er spricht zu Ali und sagt, Wallahi, nach drei Tagen wörtlich bis zu Abdul Asa, der Diener des Asa. Was heißt Asa? Asa ist ein Stock. Ein Stock, mit dem man läuft, ein Gehstock. Oder den Stock, womit man sein Reittier nach vorne treibt, indem man es kurz antastet oder kurz schlägt, leicht schlägt, um es anzutreiben. Und Al-Abbas meint damit, beziehungsweise so haben die Araber gesprochen, du bist bald der Diener des Asa. Er sagt, tahta ta'ati Amirin, bald bist du unter der Herrschaft eines anderen Amirs, weil der Amir hat diesen Stock, die sogenannte Befehlskraft, und Asa steht hier für die Möglichkeit oder die Kraft oder das Können oder die Erlaubnis, um zu herrschen. Okay? Und deswegen sagt ihm Al-Abbas, hör mir auf mit, ihm geht's gut und er ist geheilt. In drei Tagen bist du der Diener des Asas. Das heißt, du bist unter der Herrschaft eines neuen Emirs, eines neuen Führers. Weil er meint damit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam stirbt und dann wird ein neuer Führer gewählt werden und du wirst dann unter seiner Herrschaft sein. So meint es Al-Abbas zu Abd al-Muttalib. Also ein neuer wird gewählt, ein neuer Emir, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam stirbt. Und er wusste es ganz genau. Wa inni wallahi, warum war er sich so sicher? Er sagt, wa inni wallahi la ara rasulallahi sallallahu alaihi wasallam
سوف يتوفى من وجعه هذا. Er sagt, und bei Allah, ich sehe es, ich spüre es förmlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dieser seiner Krankheit sterben wird. Inni la a'rifu wujuha bani Abd al-Muttalib 'ind al-Maut. Ich kenne die Gesichter der Sippe von Abd al-Muttalib. Okay? Es ist ja sein Onkel al-Abbas. Und er kennt die komplette Abstammung und Sippschaft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört zu dieser Abstammung. Und Al-Abbas sagt, ich kenne die Gesichter, bevor sie sterben, wie sie aussehen. Und das hat er bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen. اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنساله. So sagt Al-Abbas, komm, lass uns zum Gesandten Allahs gehen, صلى الله عليه وسلم, und ihn fragen, في من هذا الامر. Wer bekommt die Khilafa nach deinem Tod, o Gesandter Allahs? ان كان فينا علمنا ذلك. Wenn es in uns bleiben soll oder unter uns bleiben soll, dann wissen wir das. وان كان في غيرنا Alimnahu, und wenn es jemand anderes bekommt, die andere nicht in unserer Abstammung bleibt, dann bekommt es, dann wissen wir, wer es bekommt. Fa'ausabina, und dann kriegen wir das Testament oder die Nachricht vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Also Abbas war hier einfach bestrebt. Ich weiß ganz genau, dass er bald stirbt. Ich kenne die Anzeichen meiner Sippschaft, wenn sie sterben, wie ihre Gesichter aussehen. Komm, lass uns zum Gesandten Allahs gehen und fragen, wer wird nach dir herrschen? Entweder bleibt es in unserer Sippe oder bekommt es jemand anderes. فقال علي, dann sagte Ali رضي الله تعالى عنه, إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يطيء La yu'tina hannasu ba'dah. Schau mal, Ali ibn Abi Talib sagt, inna, wenn wir hingehen, wallahi, bei Allah, wenn wir nach der Khilafa fragen, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und sie uns dann verwehrt, fa mana'naha, la yu'tina hannasu ba'dah. Dann werden die Menschen uns danach eh nicht mehr wählen. Also warum soll ich das Risiko eingehen und hingehen? Wa inni wallahi la as'aluha Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Und Ali ibn Abi Talib sagt, bei Allah, ich werde danach nicht fragen. Lass die Sache einfach auf mich zukommen. Wa yadkhulu Abdul Rahman ibn Auf, ويدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثقل حتى لا يقوى صلى الله عليه وسلم على الكلام. So kommt herein zu ihm صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن, der Sohn Abu Bakrs, besuchte den Propheten صلى الله عليه وسلم, während er sehr schwerfällig war. لا يقوى صلى الله عليه وسلم على الكلام. Er war so schwerfällig, und das kennen wir alle, wenn du heftigen Schmerz hast oder Fieber oder so stark leidest, dann hast du nicht mehr Kraft zum Reden. Und in diesem Zustand war er, sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisha radiallahu anha, Aisha war dabei und sagt, dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr radiallahu ta'ala anhuma wa ma'ahu siwakun yastannu bih. Also Abdurrahman kam hinein, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu besuchen. Alhamdulillah, dass ich das hier in der Nähe habe. Und hatte bei sich einen Siwak. Ihr kennt alle dieses Zahnputzstockhölzchen. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das bemerkt, dass dieser Siwak in Abdurrahmans Hand war. فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِينِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. Dann sagte Aisha, gib mir diesen Siwak, o Abdurrahman. Fa'atani, so gab er ihn mir. Faqadimtuhu, so ist das arabische Wort, heißt gebrochen. Also den benutzten Teil hat sie natürlich gebrochen.
und dann zurecht gemacht. Ihr wisst, wie man den Siwak zurecht macht, anfeuchten und die Rinde kurz abgezogen. Thumma madartuhu fa'ataytu. Dann hat sie ihn also gekaut, angekaut und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Fastanna bihi. Und dann hat er ihn benutzt. Wa hu mustanidun ila sadri. Während er sich an meiner Brust gerade lehnte, sallallahu alaihi wasallam. وتبين الرواية الأخرى كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. In einer anderen Überlieferung zeigt es den Zustand des Propheten صلى الله عليه وسلم noch genauer, beziehungsweise in dieser Überlieferung gibt es einige mehrere Details in Bezug auf den Siwak. Bevor wir dazu kommen, kommen wir zum Traum von Al-Abbas. Eine weitere Sache, warum er sich so sicher war. Er sagt, رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء. Allahu Akbar. Und wir wissen, dass die Träume, besonders der Rechtschaffenen, wahr sind und wahr werden. Er sagt, Al-Abbas, ich habe im Traum gesehen, كأن الأرض تنزع إلى السماء. Ich habe gesehen, als würde die Erde rausgerissen werden zum Himmel empor hoch. بِأَشْتَاتٍ شِدَادٍ mit dicken, großen Seilen, so eine Art Tau, wird die Erde nach oben gerissen in den Himmel. قَالَ فَقَصَصْتُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. So ging er zum Propheten. Wer kann den Traum noch besser deuten als er selbst? صلى الله عليه وسلم. Er sagt, قال فقصصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. So habe ich in diesem Traum erzählt und erwähnt. فقال, dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, ذاك وفاة ابن أخيك, ذاك وفاة ابن أخيك. Das ist der Tod. Das ist der Tod ibn Achik, vom Sohn deines Bruders. Das ist der Tod vom Sohn deines Bruders. Also er meint damit seinen eigenen Tod, sallallahu alaihi wasallam. So hat er ihn gedeutet. Und die Erde war hier der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der gerissen wird. Die Erde, die voller Segen steckt und worauf die Menschen leben und wie viel Khair es sie gibt, Gutes es sie gibt. Hier beten wir unseren Herrn an, sie wird hoch entrissen in den Himmel. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sterben. Zurück zur Überlieferung mit dem Siwak. Qalat Aisha, Aisha radiallahu anha sagt, dakhala alayya Abdurrahmani wa biyadihi siwak wa ana mustanidatun Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Also Abdurrahman betrat unsere kleine Wohnung, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich auf mich lehnte. فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beobachtete Abdurrahman und den Siwak, und sie sagt, ich wusste, dass er den Siwak liebt, sallallahu alaihi wasallam. فَقُلْتُ أَخُذُهُ لَكَ. Soll ich ihn dir nehmen? فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ. Hat er mit seinem Kopf bejaht, weil er kann ja nicht mehr reden. أَنَّعَمْ. Ja. فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. Dann habe ich den Siwak genommen, dann wurde seine Lage noch schlimmer. وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ. Beziehungsweise der Siwak war ihm zu schwer, also noch zu hart. Dann fragte sie ihn, soll ich ihn dir etwas erweichern? Er hatte keine Kraft mehr, um den Siwak anzubeißen und anzukauen und anzufeuchten. Das benötigt schon etwas Kraft. Er hat auch nicht mal Kraft zum Reden. Wie soll er einen Siwak machen bzw. einweichen? Dann sagte sie, soll ich ihn für dich vorbereiten? Fa'ashara Birasi hat auch mit seinem Kopf Zeichen gegeben, ja, falayyantuhu. Dann hat sie ihm den Siwak angefeuchtet und bereit gemacht. فَظَهَرَ النَّزْعُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Und dann hat man in seinem Gesicht gesehen, النَّزْعُ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Wir kennen alle Suratul Nazi'at, die Entreißenden, wenn sie kommen, die sind Engel, und Nazi'at sind Engel, wenn sie die Seele
abberufen und herausziehen. So sagte sie, dann hat man gesehen, wie seine Seele langsam hinausgeht. وَرَأَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ لِلصَّحَابَةِ كِتَابًا لَا يَضِلُّ بَعْدَهُ أَبَدًا. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte in diesem Zustand noch ein Schreiben oder ein Testament hinterlassen, sodass die Gefährten danach nie wieder in Irre fallen. قال ابن عباس, ابن عباس erzählt es und sagt, لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٍ. Also als der Prophet sallallahu alaihi wasallam imstande dabei, gerade dabei war zu sterben, und im Zimmer einige Menschen waren, einige Männer waren, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هلموا, kommt her, bringt mir etwas zum Schreiben, ich schreibe euch etwas, danach werdet ihr nie wieder in Irre gehen, eine Art Testament. فقال بعضهم, jetzt sagten manche, die anwesend waren, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. Manche sagten, schau mal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam durchlebt gerade heftige Schmerzen und wir müssen ihm das noch nicht noch antun, dass er uns irgendwas schreiben soll. Er kann doch noch nicht mal reden. Wir haben den Koran. Alhamdulillah, das reicht. Hasbuna kitabullah, so sagten einige. Uns reicht das Buch Allahs. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. So ist Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen aufgetreten. Manche sagen doch, manche sagen nein. فَاخْتَصَمُوا, bis sie dann sich angefangen haben zu streiten. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, manche sagten, قَرِّبُوا يَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ. Manche sagten, holt das Buch, holt etwas zum Schreiben, damit er euch etwas schreibt und ihr danach nie wieder in Irre fällt. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ, und manche sagten anderes als das. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُومُوا, hat sich nochmal zusammengerissen und gerufen, steht auf. Und zwar als dieses, die Stimmen sich erhoben haben und der Streit immer heftiger wurde, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, steht alle auf, nach dem Motto raus. وَوَقَعَتْ قِصَّةُ الْكِتَابِ يَوْمَ الْخَمِيسِ. Und das ist an einem, قِصَّةُ الْكِتَابِ, die Geschichte mit dem Buch, das ist damit gemeint, an einem Donnerstag passiert. قَبْلَ وَفَاتِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعْتِ أَيَّامِ. Also 4 Tage vor seinem Tod, sallallahu alaihi wasallam. كما أفادت رواية سعيد بن جبير قال, so wie die Überlieferung von Sa'id ibn Jubayr bestätigt. Er sagte, قال ابن عباس, ابن عباس sagte, يوم الخميس وما يوم الخميس, als würde er klagen und wehweinen und mit Beschwerde. Er sagt, يوم الخميس ما يوم الخميس, ach der Donnerstag, was war am Donnerstag, was da alles passiert ist, so nach dem Motto. Und trauert diesen Tag an wegen dieser Angelegenheit. Der Prophet sagt, bringt mir was zum Schreiben, ich schreibe euch etwas, ihr werdet nie wieder in Irre gehen. Und die anderen haben das interpretiert, sagt, nein, wir haben den Koran, er ist krank, lasst ihn. Natürlich haben sie sich nicht böse gemeint. Und das bedauert hier Ibn Abbas. Er sagt, اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال, die Schmerzen wurden heftiger beim Propheten صلى الله عليه وسلم. Und dann sagte er, ايتوني اكتب لكم كتابا, bringt mir etwas zum Schreiben, damit ich euch ein Buch, ein Brief, ein Testament schreibe. لن تضلوا بعده أبدا, ihr werdet danach nie wieder in Irre verfallen. Und in einer weiteren Überlieferung, ebenfalls von Ibn Abbas, er sagt, يوم الخميس وما يوم الخميس, der Donnerstag, und was lässt dich wissen, was der Donnerstag ist. ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء, dann fing er an zu weinen, bis die Tränen geflossen sind und ja sogar den Boden befeuchtet haben.
bedauert, was an diesem Tag passiert ist. Erstens, wie sie sich verhalten haben. Natürlich, sie sind nur Menschen. Natürlich entschuldigen hier die Gelehrten, die Sahaba. Allah ist mit ihnen zufrieden. Radiallahu anhum wa radu anhu. Und sie sind auch nur Menschen. Einige haben gesagt, wir haben den Koran. Und einige sagten, er ist krank. Wir brauchen jetzt kein Buch. Okay? Also hat er geweint, radiallahu anhu, bis er den Boden befeuchtete und sagte, Ich stedda bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waja'ahu yawm al-Khamis. Er sagt, die Schmerzen wurden heftiger für den Propheten sallallahu alaihi wasallam an einem Donnerstag. Faqal, dann sagte er, Ituni bi kitabin aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada. Bringt mir ein Buch, dass ich euch schreibe, bringt mir etwas zum Schreiben, Kitaban, dass ich euch etwas schreibe und ihr werdet danach nie wieder in Irre verfallen. Fatanaza'u. Und dann haben sie angefangen, sich zu stritten. Wala yanbaghi 'inda an-nabiy tanazu' au 'inda nabiy tanazu'. Und es gebührt sich nicht, dass man vor einem Prophet streitet und die Stimmen erhöht. Nein. وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثِ. Und er hat bei seinem Tod drei Dinge als Testament hinterlassen, beziehungsweise Ratschläge und drei Dinge gefordert, die gemacht werden müssen. Erstens, أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. Alle Götzendiener, raus aus der arabischen Halbinsel. Erstens. Zweitens, وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. Das heißt, empfangt diejenigen, die Medina besuchen oder euch besuchen, freundlich, also gastfreundlich, empfangen. وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ, sagt der Überlieferer, und ich habe das Dritte vergessen. Und in einer weiteren Überlieferung wird dieses Dritte deutlich gemacht, und zwar, nehmt mein Grab nicht zum Götzen. Nehmt mein Grab nicht zum Götzen. Also erstens, die Götzendiener raus aus der arabischen Halbinsel. Zweitens, وَأَجِيزُ الْوَفْدَ. Al-Wafd ist immer, wenn eine Gruppe kommt nach Medina oder zu den Muslimen, immer gekommen ist in der Zeit des Propheten. Er sagt, كَمَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. So wie ich sie in meinen Lebzeiten empfangen habe und belohnt habe. Okay? Wer nach Medina kommt, soll gastfreundlich empfangen werden. Und أُجِيزُهُمْ kommt von Jaza, Belohnung, gibt ihnen etwas, um die Herzen zu gewinnen für den Islam. Das heißt, beschenkt sie, etc. Und es wird überliefert, dass er pro Kopf damals 40 Dirham gegeben hat. Du siehst, eine Gruppe von Menschen kommt und will sich über den Islam informieren. Und Da'wah heißt, auf die beste Art und Weise, mit Hikmah, so wie es Allah sagt. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ruf zum Wege Allahs mit Al-Hikmah. Weisheit. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasanah, und mit Ermahnung, aber sie soll schön gemacht werden. Wa jadilhum billati hiya ahsan, und streite mit ihnen, aber auch auf beste Art und Weise. So, du willst ja die Menschen gewinnen, und dann beschenke sie noch, gib 40 Dirham pro Kopf. Stell dir mal vor, jemand kommt dich besuchen und du gibst ihm 40 Euro, 100 Euro als Geste, als Willkommensgeschenk, um die Herzen zu gewinnen, und dann empfängst du ihn gastfreundlich, essen, trinken, beschenkst ihn dazu noch, sodass man sofort die schönen Seiten dieser Religion sieht. Und dann drittens, nimmt mein Grab nicht zum Götzen, das heißt, betet mein Grab nicht an. Genau. وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ. Talha ibn Musarrif sagt,
سألت عبد الله بن أبي أوفى. Ich fragte Abdullah ibn Awfa, رضي الله تعالى عنهما, أنس وقفنا في بايدن, هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ حتى البروفيت صلى الله عليه وسلم ein Testament hinterlassen؟ فقال لا, er sagte nein. قلت كيف كتب على الناس الوصية؟ Er sagt, أو أمروا بالوصية. Ja, wie wurde dann den Menschen das Testament hinterlassen? Oder wie wurde es ihnen dann denn anbefohlen? قال أوصى بكتاب الله. Er sagt, ihnen wurde das Testament gegeben, Bikitabillah, Subhanallah, also sich an Allahs Buch zu halten, beziehungsweise mein Testament ist all das, was da drin steht. Na. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى رأي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أوصى بشيء خاص. عائشة رضي الله عنها ترى, ihre Ansicht war, dass رأي عبد, dass die Meinung oder die Ansicht von Abdullah ibn Abi Aufa, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم nichts als Testament hinterlassen hat, außer bishay'in khas, also dass er nichts Spezifisches hinterlassen hat, sallallahu alaihi wasallam. An al-Aswadi, und von al-Aswad ibn Yazid, der Sohn von Yazid, qal, dhakaru inda Aisha radiyallahu ta'ala anha anna Aliyan radiyallahu ta'ala anhu kana wasiyya. Also in der Anwesenheit von Aisha radiyallahu anha wurde gesagt, dass Ali radiyallahu anhu, dass er der Wasiyyan war. Was heißt das? فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. Also sie sollen gesagt haben, anna aliyan anhu kana wasiyan, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm irgendetwas als Testament hinterlassen hat. Und Aisha widerlegt, dass sie sagt, meta, wann soll das gewesen sein? Meta außer ilayh, wann soll das gewesen sein? Und sein Kopf war doch die ganze Zeit auf meiner Brust, oder sagte, in meinem Hajri. Hajri Hajri ist hier zwischen meinem Kinn und meiner Brust, oder manchmal sagt man dazu auch in meinem Schoß. Weil wir haben die Überlieferung gehabt, in dem es hieß zwischen Kinn oder zwischen Hals, da wo die Frau ihre Kette hat, und der Brust in diesem Bereich, unter dem Kinn. Und sie sagt, wann soll er ihm denn irgendein Testament geschrieben haben oder gesagt haben, während er die ganze Zeit auf meiner Brust war. Dann sagt sie, فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتْ فَمَتَا أَوْصَ إِلَيْهِ. Er sagt, ich habe nicht mal gespürt, فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ, dass er gestorben ist. So, wann soll er ihm ein Testament gesagt oder geschrieben haben? وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ اللَّحَظَاتِ. Ganz kurz, in der Überlieferung heißt es, فَدَعَى بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثْ. Sie sagte, ganz wichtig, er hat eine Art Behälter, nach einem Behälter gerufen, kleine Schüssel, darin hat er hineingespuckt. Dann sagt sie, فَلَقَدِنْ خَنَثَ, und dann ist er so zur Seite gefallen, wie wenn man leblos wird, auf ihrer Brust, also er ist auf ihrer Brust gestorben, sallallahu alaihi wasallam, und hat dann, ist halt locker geworden, so wie der Tote halt. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات الصعاب يعاني النزع الشديد
Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesen letzten Momenten Schwieriges erlebt, Heftiges durchmachen müssen. Kama rawat Aisha wa Ibn Abbas, so wie es Aisha und Ibn Abbas überliefern. So sagen sie, an Aisha wa Ibn Abbas, von Aisha und Ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden oder auf allen dreien, Vater von Al-Abbas, Ibn Abbas und Aisha. قال sie sagten, لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه. لا إله إلا الله. Als der Prophet صلى الله عليه وسلم im Sterben lag, hatte er ein Tuch gehabt, welches er auf sein Gesicht legte. فإذا اغتم كشفها عن وجهه. وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. Also hat ein Tuch gehabt, welches auf sein Gesicht legte. Vor Schmerz verzieht man das Gesicht, und er wollte nicht, dass man sein Gesicht in diesem Zustand sieht. Also hat er sein Gesicht verdeckt und dann wieder abgezogen, wenn es besser ging. Und während er dabei war, schau mal, die letzten Momente, sagte er, La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara. Der Fluch Allah soll auf die Juden und auf die Christen sein. Ittakhadhu qubur, aber nur folgende. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sie haben die Gräber ihrer Propheten als Masjid genommen, als Gebetsstätte genommen. Sagt der Überlieferer, يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا, er warnt vor dem, was sie tun, was sie getan haben. قالت عائشة رضي الله عنها, sagte, لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. Subhanallah. Wenn er das nicht gesagt hätte, sagt Aisha, لأبرز قبره, dann würde sein Grab hochgezogen werden. Und er hatte Angst, خَشِيَ أَيُتَّخَذَ مَسْجِدًا. Er hatte Angst, dass sein Grab zur Gebetsstätte genommen wird. Sallallahu alaihi wasallam. وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِوَاءَ غَزْوِ الشَّامِ. Vorsichtig, vor der Zeit, oder aufgepasst, in der Zeit, in der er gelitten hat, sallallahu alaihi wasallam, davor hatte er Usama ibn Zayd, der damals auch ein Jugendlicher war, 17, 16, 18 Jahre alt war, zum Krieg hinausgeschickt. Zum Scham. Falamma, der sogenannte Hibbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, der Liebling des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er war noch nicht mal 17 Jahre alt. فلما وعك النبي صلى الله عليه وسلم, als er dann davon hörte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sehr erkrankt ist, تريث أسامة بالجيش خارج المدينة, hat er was gemacht? أبطأ, er hat seine Armee, stopp, kurze Rast, außerhalb von Medina hat er kurze Rast gehalten. يقول أسامة, أسامة sagt selbst, لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط وهبط الناس المدينة, sind wir runtergekommen oder Richtung Medina gegangen, die waren ja außerhalb, und die Menschen, die mit mir waren, Richtung Medina, um sich vom Propheten صلى الله عليه وسلم zu verabschieden. Es war so ein Tag vor seinem Tod. Und Usama wurde geschickt Richtung Scham, um sich zu rächen gegen die arabischen Christen, die damals Ja'far und Zayd, Ibn Haritha etc. ermordet hatten. Abdullah ibn Rawaha ebenfalls. Um zu zeigen, der Islam ist gewachsen und hat eine Größe erreicht. Man kann sie nicht einfach so übersehen und angreifen. Und um den Muslimen auch Selbstbewusstsein zu schenken.
Deswegen wurde Usama ibn Zayd herausgeschickt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn vertraut, einem 17-Jährigen. Subhanallah. Er sagt, Fadakhaltu ala Rasul, jetzt er kommt, war eigentlich auf dem Weg Richtung Kampf, kam zurück mit einigen Menschen. Er sagt, Fadakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa qad asmata falam yatakallam. Ich kam zu ihm hinein und er war absolut stumm, er konnte nicht mehr reden vor lauter Schwäche. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي. الله أكبر. Was für ein Moment. Was für eine Situation. Usama kommt hinein und der Prophet صلى الله عليه وسلم kann nicht mehr reden. Was hat er gemacht? Er hat seine Hände genommen, der Prophet, und auf Usama draufgelegt und dann in den Himmel gehoben. Er sagt, Usama, فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُوا لِي. Ich wusste, dass er Dua für mich macht, aber ohne zu sprechen. Er fasst mich an und dann macht er so. Er fasst mich an und macht dann so. Sallallahu alaihi wasallam, spricht nochmal Dua, weil er wird es brauchen. Er geht in den Kampf. Sallallahu alaihi wasallam. In diesem Zustand noch macht er Dua für ihn. La ilaha illallah. Wir haben ja gesagt, حِبُّ رَسُولِ. Er hat ihn geliebt. Sallallahu alaihi wasallam. وعن أم سلمة أم سلمة أين زين إيه فراون زاكت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه زاكت in der Krankheit in der er dann auch erlitt, also sie meint hier seine Todeskrankheit, الصلاة وما ملكت أيمانكم, das Gebet und das, was eure rechte Hand besitzt. Er hatte ja Maria, die Mutter von Ibrahim, die er vom ägyptischen König oder Kopf damals bekommen hat. Und Maria war keine Mutter der Gläubigen, keine sogenannte Ummul Mu'minin. فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. Sie sagt, er hat es oft wiederholt. Zala yaqulu hatta ma yafidu biha lisanuh. Also so lange, so lange, so lange, bis er nicht mehr konnte, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن أنا عنده بريفهم فن أنس بن مالك الله سبحانه وتعالى أو في إم أزاكت كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. أنس beobachtete es wie folgt, er sagt, كانت عامة, der größte Teil, um was es ging in seinen letzten Aussagen und Testamenten und Ratschlägen war, als ihn halt der Tod erreichte. وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ. Al-Gharghara ist, wenn dieses Geräusch des Todes deine Kehle erreicht. Er sagt, in diesem Zustand noch sagte er, das Gebet und was eure rechte Hand besitzt. ويروي ذكوان مولى عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول ذكوان überliefert. ذكوان war der Bedienstete von عائشة رضي الله عنها, der für sie das Tarawih Gebet leitete im Ramadan. Er sagte, عائشة pflegte zu sagen, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء. Sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte eine Art Schüssel, in der Wasser war. فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ. Er pflegte seine Hände in dieses Wasser zu tun und sein Gesicht zu bestreichen, abzukühlen und sagte, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ. Er sagt, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Der Tod hat ja wahrlich Trunkenheit oder er bringt Trunkenheit mit sich.
ثم نصب يده فجعل يقول. Dann hat er seine Hand gehoben und pflegte zu sagen oder sagte: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. Er sagt: La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Und dann kühlt er sich ab. La ilaha illallah, der Tod bringt Trunkenheit mit sich. Dann sagt er: Fir Rafiq al-A'la, und hob seine Hand. Fir Rafiq al-A'la. Mit al-Rafiq al-A'la sind zwei Sachen gemeint. Al-Rafiq ist der Freund, al-A'la ist der Höchste. Er meint damit Allah. Ich möchte zum Höchsten. Wir werden noch dazu kommen, warum er das sagte. Inshallah. Er sagte: Fir Rafiq al-A'la. Bei dem größten, höchsten Freund, und meint damit Allah. Oder mit den hohen Gefährten. Al-Rafiq sind die Freunde der höchsten Schar. Das sind die anderen Propheten, seine Brüder im Prophetentum und andere Rechtschaffenen. Er sagt: Hatta Qubid. Er sagt es so lange, bis er gestorben ist. Wa malat yadu. Und dann ist seine Hand umgekippt, beziehungsweise ist gefallen aufgrund, da seine Seele hinausgezogen wurde. ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمته. Und von den Dingen, die er seiner Ummah auch hinterlassen hat, war ما رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال. Was Abdurrahman ibn Auf überlieferte. Und zwar, er sagt: لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة. Als der Todeszeitpunkt den Propheten sallallahu alaihi wasallam erreichte, qalu ya rasulallahi ausina, sagten sie: O Gesandter Allahs, gib uns einen Ratschlag, gib uns ein Testament. Qal, er sagte: usikum bis-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin. Er sagt: Mein Ratschlag ist, usikum bis-sabiqin, haltet an die Vorausgeeilten, al-awwalin, den ersten Vorausgeeilten von den Muhajirin. وَبِأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ. Und deren Nachkommenschaft oder Kinder danach. إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. Wenn ihr das nicht macht, wird von euch weder Sarf noch Adl, weder Pflicht noch freiwillige Tat angenommen werden. Das zeigt die hohe Stufe der Vorausgeeilten, die ersten Muslime, die den Islam angenommen haben und verholfen haben, zu wachsen. وَتَرْوِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ مِنْ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ مِنْ آخِرِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ. Also Umm Salama, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt, dass Ali der Letzte war, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Kontakt hatte. قالت, sie sagte: عُدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَدَاتًا بَعْدَ غَدَاتٍ يَقُولُ جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًا. Sie sagt, wir haben ihn besucht, den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, Radatan ba'da radat, morgens und wieder am einen Morgen und an einem anderen Morgen. Und er sagt dabei: Ja'a Ali, mehrmals. Ist Ali schon gekommen? Ist Ali auch gekommen? Qalat, wa adhunnuhu kana ba'athahu fi haja. Sie sagt: Und ich glaube, er hatte ihn aufgrund einer Sache hingeschickt, sie für ihn zu erledigen. Qalat, faja'a ba'd, danach kam er. Fadhanantu anna lahu ilayhi haja. Ich dachte, dann hat er mit ihm irgendwas zu tun, etwas Spezielles hat er ihm befohlen zu machen. فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ. Dann sind wir rausgegangen aus der Wohnung, weil sie dachte, irgendwas haben sie noch Privates zu klären. فَقَعَدْنَا عِنْدَ الْبَابِ. Da haben wir uns hingesetzt an der Tür. فَكُنْتُ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ. Ich war aber dann die Nächste zur Tür. Sie sagt, Umm Salama, Leute haben sich gesessen und ich war der Nächste an ihnen, beziehungsweise direkt an der Tür. فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Dann ist er auf ihn gesprungen, Ali radiallahu anhu, فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ, und hat ihm Sachen ins Ohr geflüstert und mit ihm nochmal ein inniges Gespräch geführt,
ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. Und dann ist er an diesem Tag tatsächlich verstorben, صلى الله تعالى عليه وسلم. فكان أقرب الناس به عهدا. So war er derjenige, der immer am nächsten war und die letzten Momente noch mit ihm erlebt hat. رضي الله عنه علي. ومع اشتداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم تبكي فاطمة رضي الله تعالى عنها. Während seiner Krankheit seine Tochter Fatima erlebt und weiß, es ist bald vorbei, weint sie, كما يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, so wie es Anas ibn Malik überliefert. Es war eine Zeit, in der die Muslime in einer heftigen Drangsal waren, in einer heftigen Situation, die sie vorher noch nie erlebt haben. Eine Massentrauer, eine Massentraurigkeit. Wie gesagt, es wurde dunkel in Medina, die Herzen waren traurig, die Tränen sind geflossen. Die Sahaba wurden traurig und haben nur noch auf diesen Augenblick förmlich gewartet, wann er stirbt, sallallahu alaihi wasallam. Fatima weint, Anas erzählt diese Begebenheit und sagt, Lamma thaqula an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwer wurde in Bezug auf seine Krankheit, ja'ala yataghashshahu, und die Krankheit ihn halt ja umhüllt hat und verdeckt hat und ihn erdrückt hat förmlich. فقالت فاطمة عليه السلام, sagte Fatima, Allahs Segen und Frieden auf ihr, wa karba abah, so eine Art Seufzen, oh, was mein Vater doch an Drangsal erleben muss. Oh, was mein Vater doch an Drangsal erleben muss. فقال لها, dann sagte er ihr, ليس على أبيك كرب بعد اليوم. Dein Vater wird nach dem heutigen Tage keine Drangsal mehr erleben müssen. Aufgrund, oder er will ihr damit sagen, es ist vorbei bald, es ist vorbei mit dem Leiden und ich werde sterben. Das war dann Kapitel Nummer 7. Im achten Kapitel dann tatsächlich das letzte Flüstern des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, seine wirklich letzten Worte, das in Kapitel Nummer 8, insha'Allah ta'ala. Hadha wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.